Genau. Genau. Oh, jetzt gucken wir uns hier um. Bla 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 bla. Okay. Wir merken, es gibt nichts. Wir verlassen wieder diese Aussichtsplattform. Zack. Tja, da wird uns einer wohl nicht gehen lassen. Richtig. Ganondorf. Aber das ist nicht der echte Ganon. Das ist nur das Phantom von dem. Das ist der gefälschte Ganon. Irgendwie Dinger made by Türkei oder so. Oder Tschechien, ich weiß auch nicht genau. Der rothaarige kleine Fritzel. Guck mal, wie fett der aussieht. Phantom Ganon, reitendes Unheil. Tja, das war auf jeden Fall auch ein Verhütungsfehler, möchte ich mal sagen. Der Eltern. Okay, ich muss kurz gucken, woher der Rauch kommt. Okay, da. Wenn man jetzt anfängt zu leuchten, so wie jetzt, muss ich schießen, dass er rauskommt. Und irgendwo kommt er dann raus. In dem Fall hier. Hätte ich fett gemacht? War, seid mir ehrlich. Sieht richtig geil aus, wa, Freunde? Wo wisst ihr auch noch geil aus, wie der Entgegner vom Lava-Tempel? Boah, der ist richtig geil. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht verarscht. Ab und zu reitet er und dann verpisst er sich wieder. So, was muss ich mit den Finger spielen, Alter? Tennis. Ist gar nicht mal so einfach. Mit Fang geht leider nicht. Alter, ich habe mal mit dem Tennis-Match gespielt. Es war so unglaublich schnell, wir haben glaube ich paar Male hin und her geschossen, ey. Es war so schnell, es ging nicht mehr, ey. Da braucht ihr auch natürlich ein bisschen Timing. Ja, wirklich hin und her. Man darf auch nicht zu spät oder zu früh machen. Das ist aber für Kack, man braucht hier also wirklich Timing. Und Aufmerksamkeit. Oh shit, das meine ich hin und her immer. Fuck, das meine ich. Was? Wie viel hat sie mir abgezockt? Hat sie 2? Ey, mach keine Scheiße, ey. So, du scheiß Penner, Alter. Das habe ich gemeint mit dem Hin und Her, Mann. Das geht echt ab. Ey. Fuck. Okay, zuck an, Herz ab, trotzdem genug. Komm schon, du Lauch. Ja, hätten wir das Bügel und Schwert, das lange Schwert, dann wäre es natürlich viel einfacher. Jawohl, Phantom Ganondorf ist besiegt, aus und vorbei mit dem Penner. Ah, herrlich, Freunde, herrlich. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch. Du hast nur mein Phantom besiegt. Bist du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Tja, das wollen wir nochmal ausprobieren, wa? Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Alles klar, sag dir mal einen Gruß von mir, Alter. So, Freunde. Ich hole mir kurz mein hart verdientes Herzteil ab. Ich Idiot, ich bin mal rausgelaufen, ohne das Herzteil zu holen. Ich werde mal gucken, ob das geht, tatsächlich. Ja. Muss mal wieder zurücklaufen, war schon scheiße. So. Und eine der 7 Weisen ist... Nikob, ich sag's euch noch nicht. Oder? Nee, ich sag's noch nicht.
Es ist genau unsere gute alte Freundin Sadia. Danke. Dank deiner Hilfe werde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höheren Berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Oh, Sexualität. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Leider nicht. Schade. Alter, sieht die bekifft aus. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Yes, your West Coast Death Row. Check. Gib mir den scheiß Amulett weit, bitte, Mann. Ich muss so Pipi machen gehen, ey. Boah, ich detoniere gleich. Das Amulett des Waldes. Salio gibt sich als eine der Weisen zu erkennen. Und überträgt dir ihre Kraft. Na, wunderbar. Ich kann mir gut gebrauchen. Ich werde immer deine Freundin sein. Oh. Wie herzergreifend. Oh, bitte nicht die Sequenz. Verdammt. So, der Dekobomb ist gestorben. Aber kein Mensch oder kein Lebewesen geht von der Welt, ohne was von sich hinterlassen. Nee, ohne was hinterlassen zu haben. Genau. Richtig, das ist der Spross des Dekobombs. Wunderbar. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobombs. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Ja, dazu gibt es ja nur eine Story zu den Typen. Niemals altern, wie ich vorhin gesagt habe. Ein Helian, oh mein Gott! Oh, verdammt nochmal, Mann, du Scheißteil, wo mach doch hin, ey. Alter, ich schlag das Teil echt zusammen, ey. Ja, laber nicht. Oh, fuck, ich hab doch bestimmt 1 Liter in mir gehabt. Ne, mehr, Alter, warte, das ist das. Ah, locker 1 Liter, Alter. Oh Mann. No. Weil ich explodiere echt gleich. Ja, Schicksalsbaby, Kind, verpiss dich. Ja, Kukiri, kleine Mann. Genau. Du bist Liana. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Und dein Schicksal, nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst die Ruhe vor dem Untergang bewahren. Ah, hatte keine Toilette. So sei es, Chris. Befreie die Tempel von ihren Flüchen. Und sorge für Frieden in Hyrule. Genau. So, Freunde, ich mache ja kurz einen Schnitt. Ich gehe Pipi machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.